Freunde. Heute möchte ich euch mitnehmen in meine Ausstellung im Anna Haag Mehrgenerationenhaus in Stuttgart Bad Cannstatt. Leider ist dort zurzeit kein Publikum zugelassen und daher habe ich euch diese virtuelle Ausstellung vorbereitet, damit ihr trotzdem in den Kunstgenuss kommt und immer inspiriert bleibt. Wasserleben habe ich die Ausstellung genannt, weil beides für mich untrennbar miteinander verbunden ist und weil es mich beides schon immer fasziniert hat. Diese Ausstellung ist eingeteilt in mehrere Abschnitte. Und wir fangen mal ganz langsam an. Am Riff, das Leben unter und über Wasser. Am Strand, als stiller See, im Hafen und als Sehnsuchtsziel, speziell in Corona-Zeiten. Mit dem Sturm und mit dem Klima befassen wir uns im nächsten Abschnitt. Danach widmen wir uns mehr dem Leben und unserer derzeitigen Situation in Corona-Zeiten. Ich hoffe, ich habe euch richtig neugierig gemacht auf meine virtuelle Ausstellung. Denn danach gehen wir noch ganz kurz ins All, um alles mal von weiter weg zu betrachten. Ich hoffe, ihr freut euch und habt Spaß an meiner Ausstellung Wasserleben. Viel Vergnügen! Ich habe die Bilder hierher platziert, da sie so schön zu dem Great Barrier Reef passen. Einige zeigen ebenso Teile von Australien. Ich möchte in den Bildern unsere Sehnsuchtsziele in Corona-Zeiten zeigen. Wenn wir schon nicht in den Urlaub fahren können, sollten wir wenigstens das Urlaubsfeeling zu uns holen. Allerdings sind die Seifenblasen sehr flüchtig.
sind und bringen alles wieder durcheinander. Wer wagt sich in die stürmische See für ein besseres Leben? Eine Serie zum Thema Klima habe ich hier eingefügt. Das Eis und die brennende Welt. Manchmal. Die Kreativität und Inspiration ist bei mir am größten, kurz bevor ich erwache. Bilder manifestieren sich, werden im Geiste immer wieder verändert und von allen Seiten betrachtet, bis daraus ein neues Thema entsteht. In den folgenden Bildern kann man sehen, dass ich dies persönlich als Bild im Bild anschaue. Von meinen Träumen gehen wir direkt zu meinen Visionen über das Coronavirus und die Isolation, die daraus folgt. Mit dem Paralleluniversum will ich andeuten, dass wir oft nebeneinander her in eigenen Welten leben. Wege öffnen sich und sind versperrt. Behalten wir den Gesamtüberblick? Oder müssen wir die Welt von weiter weg betrachten? Mein letztes Bild dieser Ausstellung, Große Konjunktion, bezieht sich auf ein Himmelsereignis im Dezember 2020. Und ist auch wieder in der Technik Acrylic Pouring gemacht worden, wie auch das erste Riffbild. Alles nur geschüttet, kaum ein Pinselstrich. Liebe Kunstfreunde, das war meine Ausstellung Wasserleben im Anna Haag Mehrgenerationenhaus.
Natürlich sind alle Bilder auch käuflich. Die jeweiligen Preise sind auf Anfrage. Außerdem ist eine Preisliste auf der Startseite von www.blum-art.de hinterlegt. Ich bedanke mich ganz besonders bei den Musikern Uwe Kühner für seine Musik an der Handpan und seinem Wasserloop, gespielt auf einem Waterphone. Ebenso wie bei Erik Fuchs, dessen Stück Saturn von der EP New Circles in der Frequenz des Planeten pulst. Ich danke meinem Sohn Marius Blum, der die gesamte Audiobearbeitung für dieses Video gemacht hat. Die Verwaltung des Anna Haag Mehrgenerationenhauses hat die Fotos aus ihren Innenräumen ebenso gestattet wie die Verwendung des Logos. Also allen Beteiligten nochmals herzlichen Dank.